Kennt ihr diese Typen, die einmal richtig liegen und wehe, sie liegen einmal richtig, dann müssen sie das so immer und immer und immer wieder auftischen. Zum Glück bin ich ja ganz anders. Ich bin ganz bescheiden, zurückhaltend und wenn ich auch häufig richtig liege, ich habe das überhaupt nicht nötig, das nochmal aufzutischen und anderen zu sagen, wie häufig ich denn mal recht gehabt habe. Das ist mir ganz wichtig, das zu unterstreichen. Und wenn wir das miteinander besprochen haben, dann würde ich euch gerne sagen, also ich habe euch ja gesagt, dass Frau Lagarde einen Fehler macht und lieber früher als die Fed mit dem Tapern beginnen sollte und die Zinsen anheben sollte. Aber sie hat ja nicht auf mich gehört. Ich habe es ja gesagt, aber auf mich hört ja keiner. Und nochmals, ich bin keiner, der den anderen ständig erzählt, wie toll er ist und wie häufig er richtig gelegen hat. Das ist mir auch ganz wichtig zu unterstreichen. Long story short, hey, Rekordinflation. 5, wie viel Prozent hatten wir? 1% nach 4,4% im Vormonat erwartet war 5,0%. Was kostet die Welt? Was ich nicht gut finde, und ich möchte euch Folgendes sagen. Ich weiß, ihr mögt Frau Lagarde nicht aus diversen Gründen. Ob es Frau Lagarde ist oder Herr X ist oder Frau Y oder divers ist, es ist mir vollkommen egal. Der Mensch dahinter ist für mich nicht wichtig. Für mich ist eines ganz wichtig. Das sage ich auch schon seit über einem Jahr. Ich habe das Gefühl, dass die EZB und an ihrer Spitze Frau Lagarde da so sitzen und gucken, was macht denn so die Fed? Ach, die drucken weiter. Gut, dann drucken wir auch weiter. Oh, die hören auf. Gut, dann hören wir auch auf. Ach, die wollen jetzt tatsächlich die Zinsen steigen lassen. Na gut, also es würde mich nicht wundern, wenn morgen Frau Lagarde kommt und sagt, so, wir müssen uns jetzt doch anders, haben uns doch anders überlegt, wir werden die Zinsen doch früher steigen lassen. Denn beim letzten Meeting wurden sie schon, waren sie nicht mehr ganz so taubenhaft, aber so wie sie den Ausblick gegeben haben, klang es nach frühestens im Jahr 2023 wird es die erste Zinsanhebung geben. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die EZB genauso wie zuletzt weitermachen möchte, auch nach Bekanntwerden der Daten ist es so gewesen, dass der Euro angefangen hat, Stärke zu zeigen. Vielleicht könnt ihr euch an die Ausgabe erinnern, das war genau vor einer Woche, als ich nach Frankfurt geflogen bin. Übrigens, schreibt mir in die Kommentare, was glaubt ihr, warum ich nach Frankfurt fliege? Also, die originellsten Kommentare sind jetzt so langsam ausgegangen. Wir sind immer noch gespannt, was ihr für einen guten Vorschlag habt, dass ihr es schon vorher wusstet, warum ich die ganze Zeit nach Frankfurt fliege. An dem Tag, da haben wir miteinander über die mögliche Zinsentscheidung der Fed gesprochen und MJ hat euch den Chart von Euro-Dollar gezeigt, respektive den Tageschart und hat gesagt, also im Tag sehen wir hier eine Bärenflagge, also Ausverkauf, Konsolidierung und Fortsetzung. Und MJ meinte, also das wäre das Mindestziel im Bereich von 1,1170. Es wäre aber durchaus Platz in Richtung 78er FIP. Das wäre dann die 1,10, das wäre das zweite Ziel. Jetzt muss man sagen, hat der Euro die letzten Tage schon Gas gegeben und heute nochmal allen voran und testet von unten diese Widerstandszone mit der 20-Tage-Linie, mit der 50-Tage-Linie. Ich hoffe, dass man das sehen kann. Also MJ ist so einer, wenn der jetzt hier sitzen würde, ne, der würde jetzt sagen, ja, ich habe es euch doch gesagt und ich habe es gewusst und so. Wie gesagt, ich bin froh, dass ich so ein bescheidener Mensch bin, der das nicht braucht. Also 20-Tage-Linie, 50-Tage-Linie als Widerstand dazu. Ehemalige Unterstützung, jetzt Widerstand. Was braucht es? Es braucht eine Entscheidung von der EZB und dass die EZB dann am Ende sagt, ja, wir ändern unsere Politik, dann wird diese Widerstandszone wieder rausgenommen oder falls die EZB dann bei ihrer Politik bleibt, dann dürfen wir tatsächlich tiefere Kurse in Richtung 1,10 meiner Meinung nach erwarten. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Das war, glaube ich, September, Oktober letzten Jahres. Da habe ich gesagt, ich kann mir beim besten Willen bei den Inflationsdaten, bei den Wirtschaftsdaten, wenn ich mir angucke, was derzeit Transport kostet, wie sich derzeit die Lieferketten und Produktionsketten verhalten, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Fed nicht einen konkreten Plan fürs Tapern vorlegen wird. Ich lehne mich aus dem Fenster und ich sage, die Fed wird es machen. Die Fed hat es nicht gemacht. So, und jetzt lehne ich mich wieder aus dem Fenster und ich sage, die EZB muss eigentlich ihren Plan ändern. Morgen wissen wir,
mehr. Jetzt von EZB zum Thema. Ich habe es ja vorher gesagt und dass ich diese Leute nicht leiden kann. Gestern waren richtig stark die ganzen Reopener. Also die Cruise Liner, dann haben wir dazu gesehen, dass die Airlines besser waren, dann die Casinos, alles was so Reopener war. Also nicht, dass ihr gesagt hättet, ich hätte es euch nicht gesagt. Ich sag euch die ganze Zeit, dass ich davon ausgehe, dass die Reopener ein sehr gutes Jahr haben werden. Denn man sieht, dass immer mehr Länder die Reisebeschränkungen aufheben und auch grundsätzlich die Beschränkungen bezüglich Corona aufheben. Sogar, habe ich das heute im Radio gehört? Ich höre mal auf dem Weg zur Arbeit NDR Info. Alter Mann, was hört der denn im Radio? NDR Info, ist doch klar. Da ging es zum Beispiel um Norwegen. Die haben trotz steigender Zahlen jetzt entschieden, die Beschränkungen deutlich runterzufahren. Also das Stadion können voll sein, Kinos können voll sein und so weiter und so fort. Und man geht davon aus, dass immer mehr Länder auch die Reisebeschränkungen aufheben werden. Und der Hintergrund zum Beispiel der Entscheidung von Norwegen ist, dass sie sehen, dass durch die sehr hohe Impfrate, aber auch durch Omikron die Schwere der Krankheitsverläufe weniger stark ist. Ich darf einmal kurz darauf hinweisen, wie viel Volumen hier im Bereich der Tiefs reingekommen ist. Nur so als ein Beispiel nehmen wir mal Carnival. Übrigens, ich habe eine langfristige Investmentposition in Carnival. Haben wir schon vor geraumer Zeit hier im Bereich dieser Tiefs aufgebaut und sind so, ich will nichts Falsches sagen, ich schätze so 60-70% vorne. Also mit erhöhtem Volumen kommt die erste Welle und wir haben nicht ganz sauber, eine horizontale, die Unterstützung ist. Ich erwarte, dass aus dieser Konsolidierung irgendwann der Ausbruch kommen wird mit einer Fortsetzung in Richtung 26, 28 im Laufe des Jahres 22, 23. Nichts, was sich sofort ausspielen muss. Nur das, was auffällt, ist, dass die gesamte Reopening-Branche gestern sehr stark gelaufen ist. Ich weiß, ganz viele schauen in Richtung Tech. Meiner Meinung nach ist das der Sektor, was besonders viel Potenzial im Jahr 22, 23 haben sollte. Und dann springen wir auch zu ein paar deutschen Unternehmensdaten. Irgendwie gucken alle jetzt nach Amerika. Klar, Google habe ich ein Grinsen auf dem Gesicht, erzähle ich euch später. Und AMD habe ich auch ein Grinsen auf dem Gesicht. Machen wir später. Lass uns mal vielleicht mit TeamViewer anfangen. Und TeamViewer ist ja zuletzt aufgefallen durch seltsame Entscheidungen. Aggressive Ziele vorgegeben. Es sah überhaupt nicht so aus, als könnten die aggressiven Ziele 21 erreicht werden. Das Unternehmen hat immer noch an diesen Zielen festgehalten. Dann haben sie noch eine ziemlich teure Werbung bei Manchester United geschaltet. Ich weiß nicht, ob das zielführend ist. Dann auch noch bei Mercedes, Formel 1, gab es deutlich Kritik. Jetzt kamen die Quartals- und die Jahreszahlen und die deutlich gesenkte Umsatzprognose von initial 580 bis 605 Millionen auf 530 bis 550 konnte jetzt getroffen werden. Gewinn ist 117 Millionen gewesen. Ich überlege gerade. Irgendein deutsches Analystenhaus hat TeamViewer nach den Quartalzahlen auf Kauf genommen. Sie sagen, dass man sieht, dass sie vermehrt Klienten gewinnen können aus dem Business-to-Business-Geschäft und dass das Wachstum zwar langsam sei, aber dafür nachhaltig. Also wenn ich das jetzt richtig nachgerechnet habe, haben wir ein KGV so roundabout, je nachdem, was man mit welchen Daten man arbeitet, von 50 bis 60. Tue ich mich schwer, mit solchen KGVs diese Aktie gut zu finden. Jetzt kam allerdings eine richtig starke, heftige Bewegung nach oben. Der Hintergrund ist, dass TeamViewer bekannt gegeben hat, bis zu 300 Millionen Euro an Aktien zurückzukaufen. Und das sind maximal 20 Millionen, also ungefähr 10% der Aktien, die derzeit outstanding sind, wie man so schön sagt. Und die Aktie war heute Morgen plus 14-15%. Wir gucken uns das mal an. Jetzt sogar plus 17%. Es sieht aus wie eine kleine Bodenbildung, nämlich eine kleine Schulterkopf-Schulterformation. Also Schulter, breiter Kopf,
noch eine Schulter und jetzt hier die Nackenlinie, die gerade versucht wird rauszunehmen. Allerdings das Ganze mit dieser eben offenen Lücke von 17%. Das heißt, das Ziel, wenn diese inverse Schulterkopf-Schulterformation rausgenommen werden sollte, das, was wir von hier bis zum Kopf machen, das sind 4,38, das können wir da draufsetzen. Also ungefähr 20 wäre das Kursziel. Ich tue mich nur schwer, irgendwie den Stop-Loss hier unten runterzusetzen und dann in Richtung 20 zu traden nach dieser großen Bewegung. Also wenn das echt ist, dann muss der Markt bleiben. Ansonsten, wenn die Lücke geschlossen wird, wäre vielleicht ein Trade, aber ich muss ganz ehrlich sagen, trotz des sehr starken Pullbacks, trotz des erhöhten Volumens hier unten, bei der Bewertung ich nicht. Danke, wenn ihr Bock drauf habt, dann kniet euch mal noch tiefer in die Aktie rein. Vielleicht ist das etwas für euch. Dazu vielleicht doch noch mal ganz kurz, Aroundtown hat heute auch ein Aktienrückkaufprogramm bekannt gegeben. Meistens reagieren ja die Aktien relativ stark auf solche zahlreiche Ankündigungen. Aroundtown hat bekannt gegeben, 500 Millionen auszugeben für 100 Millionen Aktien. Das ist bei 1,5 Milliarden Aktien nicht ganz 10%. Das ist aber ein schöner Chart. Da muss ich sagen, aus dem kann ich ganz viel ablesen. Aroundtown. Also, auch mit einer starken Kursbewegung von jetzt immerhin 3,5%. Aber ich finde, die Aroundtown-Aktie hat hier auch eine horizontale Widerstandsmarke. Hier. Da ist Unterstützung, das ist Widerstand, da drüber ist eine Widerstandszone. Ich finde, die Aktie läuft in eine Widerstandszone hinein. Dazu auch noch die 20-Wochen-Linie. Man sieht diese Widerstandszone hier oben hier. Also trotz des Aktienrückkaufprogramms aus fundamentaler Sicht ist das für mich nicht interessant. Ich habe mal tatsächlich die Aktie gehabt, habe sie vor geraumer Zeit abgestoßen, weil ich mit der Entwicklung nicht zufrieden war. Und kann mir aber fundamental dazu überhaupt keinen Urteil mehr erlauben, weil ich schon zu lange nicht drauf geschaut habe. Und aus technischer Sicht ist das eine Widerstandszone, nur die Bewegung heute interessant. Und deswegen eher ein Watchwert für Trader. Wenn wir dann einmal ganz kurz auf Microsoft schauen, interessiert gerade die Börse nicht so richtig, finde ich interessant. Denn Microsoft hatte ja bekannt gegeben gehabt, diese multimilliardenschwere Übernahme von Activision Blizzard durchzuführen. Jetzt hat die Federal Trade Commission, FTC, bekannt gegeben, dass sie diese Übernahme prüfen wollen, um zu schauen, ob das in irgendeiner Art und Weise andere Konkurrenten benachteiligt. Und das ist eigentlich schon ein schlechtes Zeichen, weil der Chef der FTC sich wiederholt und öffentlich negativ geäußert hat, wenn sehr große Tech-Unternehmen andere große Tech-Unternehmen übernehmen. Ich habe gerade mal geguckt, die Microsoft-Aktie vorbörslich kaum verändert, etwas weniger als 1%. Und der Markt sagt sich, ja, das interessiert mich nicht so sehr. Rein technisch gesprochen, Microsoft mit einer sehr starken Performance im Jahr 2021 und hat von einer starken Unterstützung bei 280 mit viel Volumen eine Aufwärtsbewegung gemacht. Ich bin der Meinung, dass nach dieser unglaublich starken Rallye, was wir gesehen haben, und dieser Widerstandszone, die hier direkt in der Nähe vor der Brust ist, 318, nicht interessant. Rücksetzer wiederum von Microsoft in Richtung der Tiefs, in Richtung 280, würde ich aus spekulativer Sicht interessant finden. Inwieweit Microsoft das jetzt gelingt, diese Hochs bei 350 dann in den kommenden Monaten rauszunehmen, ich persönlich wage es zu bezweifeln, weil ich finde, dass Microsoft relativ sportlich bewertet ist. Wachstum bei Azure nach wie vor sehr gut, aber die 20% plus Umsatzwachstumsraten, die wir gesehen haben, da wird Microsoft sich schwer tun, diese Zahlen erreichen zu können. Und deswegen, vielleicht liege ich falsch, ich gehe davon aus, dass Microsoft eher das Potenzial hat in den kommenden Monaten seitwärts. Oberkante 350, Unterkante 270 maximal in Richtung 250 zurückzukommen. Und deswegen ist es für mich auf der aktuellen Basis kein Invest. Activision Blizzard, ich glaube, ob es klappt oder nicht klappt, der Markt wird da nicht ganz so viel drauf geben. Ein Trade wäre aus meiner Sicht interessant. Tatsächlich nochmal ein Rücksetzer in Richtung der
200-Tage-Linie. Dann, ich habe eine Gossip-Nachricht, ich habe überlegt, ob ich das bringen soll, aber ich fand das so abgefahren, habe ich gestern auf CNBC gesehen. Und zwar gibt es ja mehrere Anbieter von Metaverse. Also es gibt ja nicht nur ein Metaversum, sondern es gibt mehrere. Und eine Firma namens Sandbox, vielleicht kennt ihr auch die Kryptowährung dazu, Sand, hat einen kometenhaften Anstieg gehabt, ich glaube von 70 Cent auf 50 Dollar oder so. Jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Also es hat auch, ja, Sandbox, der Token dazu von 50 Cent auf, ah, schön wäre es gewesen, Entschuldigung. Gut, dass ich nachgeguckt habe, auf 8,50 Dollar. Puh. Oh, jetzt hat es aber gerade bei euch gekracht, ne, hier. Ihr wisst Bescheid. Gut. Sandbox. Man kann sich kleine Inseln im Metaversum kaufen, wo da ein Haus draufsteht. Und drumherum halt natürlich Wasser, weil es eine Insel ist. So. Die werden derzeit für 270.000 US-Dollar gehandelt. Das heißt, man kann im Metaverse Land kaufen, obwohl man gar nicht weiß, ob Sandbox am Ende die Rallye macht oder irgendjemand anders die Rallye macht. Was ich auch total interessant war, Atari versucht da ganz groß zu sein im Metaverse. Wenn man neben Atari das entsprechende Land haben möchte im Metaversum, kostet aktuell 850.000 Dollar. Ja, das, falls ihr ein paar Cent übrig haben solltet, könnt ihr darauf spekulieren, ob das dann das neue Manhattan sein wird oder die beliebteste Einkaufsstraße ever. Für diejenigen, die mal so richtig spekulieren wollen. Und dann lass uns mal zu den Blockbustern kommen und zu meinem großen, großen, großen Grinsen. Ich muss gestehen, ich habe gerade die Stelle leider auf YouTube nicht gefunden. Ach nee, andersrum. Ich bin ja so ein bescheidener Kerl, deswegen habe ich jetzt gar nicht danach gesucht. Aber ich habe vor anderthalb Jahren gesagt, Google ist für mich die Aktie schlechthin und ich behaupte, Google wird in den kommenden Jahren die Aktie mit der höchsten Marktkapitalisierung überhaupt werden. Also wird alles, was so Amazon, Apple, Microsoft und Co. Wird es überholen können. Und die haben gestern Zahlen gebracht. Man muss sagen, im Bereich Cloud und YouTube und sonstige war das so alles so leicht unter den Erwartungen. Aber das, was sie mit Google-Werbung gemacht haben, hat alles übertroffen. Man stellt sich immer vor, wie ist das eigentlich möglich, dass so ein unglaublich großes Unternehmen umsatzseitig und gewinnseitig 20% respektive 30% Wachstum verbuchen kann. Und dazu auch noch die Ankündigung einer 20:1 Split der Aktien, was sicherlich dazu führen wird, dass viele, die kein Google gekauft haben, jetzt Google interessant finden. Mein Grinsen kommt daher, Google ist bei mir die Aktie mit der allerhöchsten Gewichtung. Ich muss schon wieder lachen. Freue ich mich natürlich darüber. Und wenn wir von Microsoft und Google sprechen, wenn man sich die Bewertung der beiden Unternehmen anschaut, dann für das Wachstum, was derzeit Alphabet zeigt, ist Alphabet deutlich günstiger als Microsoft. Und es ist so, dass die Aktie derzeit auch das stärkere Wachstum zeigt. Und Leute, ich habe die Aktie, ich bin da schwer drin, ich habe da einen schiefen Blick drauf, es ist vielleicht der Wunschvater des Gedanken. Man darf bitte nicht vergessen, dass Google in so viele Projekte derzeit investiert, die noch überhaupt keinen Umsatz generieren. Und deswegen sehe ich für Google sowohl was Big Data angeht, als auch was autonomes Fahren angeht und auch was den Quantencomputer angeht, sehe ich noch deutliche Umsatzsteigerungsmöglichkeiten. Und deswegen ist das für mich die Aktie schlechthin. Trotz der sehr guten Zahlen muss man sich einmal bitte auf der Zunge zergehen lassen, dass die Google-Aktie seit dem Corona-Crash, Verzeihung, sagenhafte 200% gemacht hat. Und deswegen, auf gar keinen Fall interessiere ich mich jetzt dafür, meine Position hier am Allzeithoch
zu vergrößern und das Ganze auch noch im Bereich natürlich der psychologischen Widerstandsmarke von 3000. Gute Zahlen, sehr schön. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Google jetzt in eine flache Konsolidierung übergeht und natürlich mit dem Schluss der Lücke im Bereich von 2700 erstmal eine sehr starke Unterstützung hat, definitiv die nächste Zone 2,5 kann gerne seitwärts laufen. Deswegen sage ich euch ja auch die ganze Zeit, schmeißt eure Cash-Kühe nicht weg. Wenn ihr euch nämlich eure Aktien anguckt, dann gibt es so viele Aktien, die 30, 40, 25, 30% abgegeben haben. Aber indexweise hat ja der US-amerikanische Markt kaum etwas abgegeben. Das liegt auch an diesen Cash-Kühen. Wenn man sich die Zahlen gestern anguckt, also Google war exzellent, AMD war exzellent. Ansonsten muss man sagen, war viel Enttäuschung dazwischen. Also PayPal, Starbucks, General Motors und Vergleichbare haben es nicht ganz so gut hinbekommen. Und jetzt frage ich mich, machen wir noch AMD oder machen wir Starbucks? Wir machen beide, wir machen es aber ganz schnell. Und zwar AMD zum 11. Mal in Folge die Erwartungen der Analysten übertroffen. Solche Aktien willst du haben. Und Umsatzgewinn deutlich über den Erwartungen der Analysten, Ausblick deutlich über den Erwartungen der Analysten. Die gehen davon aus, dass sie im nächsten Jahr nochmal Umsatzsteigerung von 30% haben werden. Tech-Aktien, die stark bewertet sind und immer noch solche Wachstumszahlen hervorbringen, die willst du meiner Meinung nach nicht kaufen. Ich habe gestern übrigens ganz kurz mal durchgeklickt. So, ich habe so die ersten Minuten geguckt. Das war ein Video von Jens Rabe, den ich persönlich echt schätze. Ich finde, er macht coole Sachen. Ich finde seine Inhalte super. Dann hat er gesagt, ja, buy and hold bringt ja nichts. Also eigentlich bringt buy and hold gar nichts. Da habe ich mich schon gefragt, ob ich auf dieses Video reagieren will. Leute, wenn ihr Aktien habt, die richtig gut laufen, dann buy the dip. Und ja, buy and hold. So, gerade wenn man vom aktiven Handel keine Ahnung hat, dann bitte nicht bei 3000 eine Google kaufen, sondern den Pullback kaufen, tatsächlich bei The Dip und nicht die, ja, ihr wisst schon, was ich sagen will, die Pelotons und die Plug Powers und vergleichbare, meiner Meinung nach. Habe ich noch, was wollte ich noch machen? Starbucks. Starbucks, oh, AMD, Kurs, komm. Habt ihr das Gefühl, dass ich gestresst bin so zeitlich? Nein, oder? Ich auch nicht, so gar nicht. Also, AMD hat natürlich, das muss man dazu sagen, ordentlichen Pullback gemacht in den letzten Tagen von sagenhaften 40%. Mit der 200-Tage-Linie potenzielle Unterstützung gehabt. Und guck mal, von der letzten großen Aufwärtswelle, von der 70 hoch an die 170, war es die 61er Retracement-Marke und diese horizontale ehemalige Widerstand, jetzt Unterstützungszone 100. Falls der Markt erneut einen Pullback machen sollte, in Richtung der 200-Tage-Linie 115, aus meiner Sicht eine starke Unterstützung. Ich bin nicht in dem Camp, dass ich sage, oh ja, der wird dann aber dazu führen, dass wir sofort in Richtung 200 gehen, weil AMD per se schon sehr stark bewertet ist. Deswegen Kursziele aus meiner Sicht in Richtung der Hochs 150, 180 in den kommenden 18, 24 Monaten. Obacht! Kommt darauf an, was die Inflation macht, kommt darauf an, was die Fed macht. Das haben wir aber in den letzten Tagen zuhauf miteinander besprochen, dass es natürlich darauf ankommt, was die Fed vorhat. Und Starbucks mache ich ganz schnell, ist so eine klassische Aktie, über die wir in den letzten Monaten miteinander, gesprochen haben. Ich will ja nicht sagen, ich habe es gewusst, ist ja nicht so meine Art. Aber Starbucks hat einfach höhere Kosten und schafft es eben doch nicht, diese höheren Kosten 1:1 weiterzugeben, sowohl auf der Produktionsseite als auch was Mitarbeiter angeht. Auch Goldman Sachs hat jetzt das Kursziel von Starbucks gesenkt auf, ich glaube, 106. Habe ich nicht hundertprozentig im Kopf, aber auf jeden Fall auf neutral gesenkt. Und das sind Aktien, die mitarbeiterintensiv sind, und von den Produktionsketten deutlich darunter unter Druck geraten und deswegen für mich auch aktuell eher seitwärts oder an der Seitwärtslinie. Eins will ich euch noch zeigen, und zwar den S&P 500, der jetzt gerade Gas gibt. Der schafft es jetzt, die 20-Tage-Linie rauszunehmen. Der schafft es jetzt, diese horizontale Widerstandszone rauszunehmen.
der läuft da an die 61er FIP-Marke. Und deswegen könnte man sagen, so, vielleicht ist der ja richtig stark. Vorsicht. Der Grund, warum ich sage Vorsicht, ist 20-Wochen-Linie. War von September 2020 immer wieder Unterstützung. Ich habe euch das letzte Mal im Ende Dezember habe ich gesagt, pass auf Leute, wenn die Marke fällt, dann gibt es ein Pullback. Wenn nicht, kann es doch mal weitergehen. So, hat gehalten, ist durchgegangen, jetzt ist er durchgefallen, ist eine Widerstandszone. Also im Bereich von 4.600, 4.580 sehe ich so langsam den Markt echt in einen Widerstand laufen. Und dann müssen aber bitteschön Facebook und Amazon so unglaublich gute Zahlen bringen, dass der Markt das Potenzial hat, darüber hinauszulaufen. Deswegen Obacht, EZB morgen und die weiteren Quartalszahlen. Hoffe, dass das für euch hilfreich gewesen ist. Ich empfehle mich. Und hey, hört nicht so viel auf diejenigen, die immer sagen, sie haben es vorher gewusst. Würde ich nicht machen. Macht's gut.